3, 2, 1. Ich zähle falsch rum. 3, 2, 1. Hallo Leute, hier ist wieder Gartolk. Willkommen zum Hammerwatch Talk. Ich bin zurück aus der Pause und vielleicht erkennt man es am veränderten Hintergrund. Ich bin umgezogen in meine eigene Wohnung. Ursprünglich wollte ich noch eine Wohnungsführungstour machen, aber mir ist aufgefallen, dass diese Kamera da, dass da der scheinbar der Akku kaputt ist. Und sobald ich sie vom Ladegerät wegnehme, geht sie aus und nicht wieder an. Also, sorry, mein Fehler. Oder Kamerafehler, Kamera ist schuld, blame Kamera. Gut, ich habe entsprechend Kanalumstrukturierung. Wir spielen bringen hier Survival im Kolosseum. Ich habe keine Ahnung, wer das erstellt hat. Hier ist ein User-based Level, von irgendeinem Forum habe ich das raus. Gut, when you ready, push the button. Oh yeah, push the button, push my buttons. Gut, ich habe auch hier wieder so einen schlauen Zettel geschrieben. Wird aber erst einmal Sword Damage, braucht jeder. Gut, das erste, die offensichtlichste Neuerung an meinem Kanal ist, wie man es vielleicht schon gesehen hat, das Kanalbanner und auch, es wird in Zukunft Thumbnails geben. Das ist so ziemlich die neueste Änderung oder die offensichtlichste Änderung des Kanals. Haben sich ja viele gewünscht und haben dann schon so gemeint, ah ja, das sieht so scheiße aus ohne Thumbnail und Banner und bla und blub und Und da habe ich mich dann doch breit erschlagen gelassen, jetzt doch Thumbnails zu machen. Ja, im Endeffekt, gut. Da habt ihr es, jetzt habt ihr euren Willen. Seid glücklich drum. Die zweite Neuerung, das ist so auch eine, die wohl die prägnanteste ist, würde ich es mal nennen, ist, dass ich Let's Challenge the Gartolk als Hauptprojekt nehmen will. Und zwar wirklich das Hauptprojekt. Ich möchte vom reinen Let's Player-Kanal möchte ich ein wenig abweichen und möchte teilweise einen Challenge-Kanal eröffnen. Das bedeutet im Endeffekt nichts weiter als, dass es bei mir nun ab sofort ein Hauptprojekt geben wird. Also es wird drei Projekte insgesamt geben. Eines ist ein ganz normales Let's Play Hauptprojekt, in dem ich dann entsprechend irgendein Spiel spiele und so weiter und so fort. Was dazu gespielt werden wird, komme ich gleich noch dazu. Das zweite Projekt wird dann ein Challenge-Projekt werden, in dem ich, ja, es wird ein Let's Play werden, es wird auch durchaus ein längeres Let's Play werden. Allerdings werde ich die Spiele entsprechend der Self-Imposed Challenges Definition ein wenig anders erspielen werde. So wie ich es zum Beispiel mit der Green Demon Challenge gemacht habe, nur dass ich das als komplettes Projekt ziehen wird. Wie das genau aussehen wird, werde ich auch gleich dazu kommen. Wichtig ist nur dabei zu erwähnen, dass es meistens um Spiele geht, die ich bereits gespielt habe, beziehungsweise bei denen ich denke, dass die Challenge Sinn macht. Ja, und das dritte wird eben Let's Challenge the Gartolk im klassischen Sinne sein, indem ihr mir als Zuschauer, also Viewer war das Wort, mir Challenges zuschicken könnt, in denen ich die ich dann herausfordern und dann halt eben entsprechend dann in Terraria meine Strafe absitzen werde, die ich im Übrigen immer noch eine offen habe. Beziehungsweise es ist eigentlich sogar die erste. Also das muss ich noch machen. Aber ja, das wird sich, da es jetzt ein Hauptprojekt ist, wird es auch konsequenter ein wenig durchgezogen. Verspreche ich. Wird nicht besser. Gut, ich muss gerade mal blind spielen. Gut. Als nächstes möchte ich, bevor ich noch die Challenge-Sache ansprechen möchte, möchte ich nochmal kurz
meinen sagen, ich bin leider nicht dazu gekommen, mir ein Kanalvorstellungsvideo zusammenzuschustern. Ich habe zwar schon angefangen und eine Idee und alles, aber bis jetzt bin ich noch nicht dazu gekommen. Entsprechend mein Fehler, my bad. Ich versuche es noch in den nächsten 3 Jahrtausenden hinzubekommen, da ein gescheites Dings hinzukriegen. Aber das will Zeit haben. Gut Ding will Weile haben oder so ähnlich. Deshalb, ja, Vorstellungsdings, aber das ist, glaube ich, auch nicht so interessant jetzt. Zum Upload-Plan noch eine Kleinigkeit. Und zwar, ich habe gemerkt, dass ich vom Upload ziemlich unregelmäßig bin. Das liegt halt einfach in meiner Natur. Und ich entsprechend nicht dazu komme, regelmäßig Uploads zu machen, wirklich. Deshalb werde ich ansagen, dass ich ungefähr versuche, 3 Videos pro Woche, das ist ungefähr eine Aufnahmesession, hochzuladen, und das war's. Das heißt, es wird kein Montag, Mittwoch, Freitag Plan geben. Das ist mir persönlich sogar ein bisschen lieber. Und ich denke, ja, es macht einfach mehr Sinn. Auch. Zumindest für mich. So, zu den Challenges. Die Challenges werden so aussehen, dass ich, wie gesagt, mir Restriktionen setzen werde bezüglich dem, was ich im Spiel tun darf, beziehungsweise was ich nicht tun darf, was ich weglassen muss, etc. Ich möchte deshalb auch direkt, um halt eben diesen Rhythmus reinzubekommen, möchte ich Scribblenauts Unlimited. Achso, ich bin nur ein Boss. Wollte gerade sagen, was ich hab. Ich möchte Scribblenauts Unlimited, möchte ich ein wenig abändern. Im Sinne von, es wird kein Let's Play mehr sein, sondern es wird eine Challenge sein. Ich werde, ab dem Punkt, an dem ich jetzt bin, werde ich eine Challenge, und zwar die sogenannte Wortkarg Challenge. Wie die genau aussieht, werde ich dann im Video selber besprechen, spielen. Aber es wird deutlich schwerer werden, wenn es genauso funktioniert, wie ich mir das überlegt habe. Ja, dazu das zweite Projekt, da ich ja auf Orcs and Man bereits vor der Pause abgebrochen habe, ist es so, dass ich mir hierfür ein neues Projekt ausgesucht habe. Ich werde dieses Mal kein nicht so langes Projekt nehmen, einfach um ein bisschen wieder reinzukommen. Das Projekt, das ich mir ausgesucht habe, ist The Stanley Parable. Ein kleines, nettes Game. Ich habe selber nicht gespielt, ich habe mich extra nicht spoilern lassen wollen dafür. Also ich werde vielleicht sogar noch im Anschluss, direkt nach diesem hier, werde ich The Stanley Parable aufnehmen. Wird auf jeden Fall sehr interessant. Und dieses Mal auch mit Thumbnails. Ja, ich lerne. Mich ist Learning. So, und damit wäre die Queen schon wieder tot. Gut, gut. So. Mal schnell auf meinen Zettel schauen. Gibt's noch was? Challenge, Projekte, wie gesagt, die Projekte kommen dann noch. Von weiteren Umstellungen. Ich möchte, wie ich bereits eigentlich schon ziemlich schon eigentlich vor Weihnachten haben wollte, wollte ich ein bisschen mehr wieder in die Richtung Let's Play Togethers machen. Bin aber auch nicht dazu gekommen. Ich hoffe mal, dass ich jetzt nächsten Tagen, Wochen, Monaten, Jahren. Mehr Zeiteinheiten gibt's nicht. Ein bisschen mehr drauf bauen kann, dass ich ja ein bisschen wieder Zeit auch für den ganzen Schmodder hab. Weil, wie gesagt, die Wohnung ist jetzt so großteils fertig.
halt Kleinigkeiten und sowas und sich mal ein bisschen eingewöhnen, Rhythmus reinkriegen und sowas, ist vollkommen logisch. Aber ich denke, dass ich es soweit jetzt wieder hinbekomme und viele Schleimis. Schleimis! Schleimis! Push that button more! Okay. Ich weiß nicht, was der Entwickler dabei gedacht hat. Okay, aber gut, ich find's lustig. Die, Schleimi, die! Gucken noch. Scribbeln aus. Da, ich glaube, ich bin durch. Yay! Hab alles gewonnen. Gut. Dann würde ich sagen, mein Name ist Gorthog. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte ihn auf jeden Fall. Und wir sehen uns dann demnächst wieder. Bis dahin und ciao, ciao!